Hallo und herzlich willkommen zu Shadows, Haus der tausend Schatten. Ich spiele heute ein neues Wimmelbildspiel, beziehungsweise ein wahrscheinlich etwas älteres Wimmelbildspiel, was auf meiner Wimmelbildbox drauf ist. Ich weiß überhaupt nicht, was die Story ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Story gibt davon. Aber ich dachte, ich spiele das einfach mal und nehme es auf und gucke, ob das alles funktioniert, so wie ich es mir gedacht habe. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich hoffe, ich bin laut genug in Relation zur Musik. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal drauf los. Hi, Mom. Yeah, I'm going to Samantha's party. I'm out of town on my way to the old farm. She's inherited the house. Don't worry, everything will be fine. Yeah, Parker will be there too. Okay, Mom, I'll call you back later when I get there. Schwupp, und das war auch schon das ganze Intro, so wie es aussieht, etwas abgehakt. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Wir sollen den Schwierigkeitsgrad erstmal wählen. Einfach, der Hinweisbutton wird schnell wieder aufgefüllt. 30 Sekunden, alle aktiven Bereiche sind markiert. Profi, der Hinweisbutton wird langsam wieder aufgefüllt. Eine Minute, aktive Bereiche sind nicht markiert. Ich würde sagen, oder ich spiele einfach mal auf einfach. Weil ich kenne mich ja und ich würde wahrscheinlich sowieso Sachen überspringen und dementsprechend ist das gut, wenn sich der Button schneller füllt. Du kannst dir einige Gegenstände genauer ansehen. Klicke auf die Klingel am Tor. Mache ich. Du wirst vielleicht einige Gegenstände benötigen. Nimm diesen Degen. Ah ja, sie haben etwas gefunden. Yeah, dankeschön. Zoome weg, indem du auf den Schließen-Button oder eine andere Stelle außerhalb des Fensters klickst. Gegenstände, die du findest oder erhältst, werden in deinem Inventar gespeichert. Nimm den Degen. Hab ich. Es wird Zeit, den Degen einzusetzen. Zerschneide damit die Seile. Welche? Ach, da. Ich würde schon sagen, hier hinten blinkt's und da sind Seile, okay. Und nun? Ah. Diese Bereiche kannst du nach Gegenständen absuchen. Klicke auf diesen Bereich. Sehr gern. Suche alle Gegenstände auf der Liste, indem du darauf klickst. Das kennt man ja eigentlich schon von diversen Wimmelbildspielen. Wir suchen drei Bücher. Was kommt jetzt hier? Achte besonders auf verschiedene Codes, Nummern und Bilder. Damit werden weitere Gegenstände für dich freigeschaltet. Klicke, um fortzufahren. Okay, du kannst den Suchmodus jederzeit beenden. Klicke auf den Bereich unten auf dem Bildschirm. Ja, das möchte ich aber jetzt auch gar nicht. Ich soll es aber laut Tutorial. Okay, jetzt klicke noch einmal auf den Suchbereich. Ach was. Hätte ich nicht gedacht. So. Ich kann weiter nach Gegenständen Ausschau halten, die ich benötige. Dein gesamter Fortschritt wird gespeichert, bis du den Suchbereich verlässt. Klicke, um fortzufahren. Ja. Farbig markierte Gegenstände sind schwer zu finden. Du musst sie entweder freischalten oder aus mehreren Teilen zusammensetzen. Klicke, um fortzufahren. Klick. 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 Okay. Nimm den Dosenöffner, öffne damit die Dose. Nein, Tatsache. Verwende Hinweise, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Ja, möchte ich jetzt aber gar nicht. Aber wir nehmen das Tutorial einmal mit und finden hier ein Buch. Perfekt. So, ist das Tutorial vorbei? Ich hoffe es doch. Deshalb suche ich jetzt einfach mal weiter hier. Wir suchen noch ein Buch. Das liegt hier hinten. Ein Schal, der ist hier vorne, dann eine Zielscheibe. Weiß ich nicht. Oh, hier brauchen wir anscheinend einen Nummerncode. Ja, okay.
den müssen wir dann schätzungsweise auch finden. Was gibt's noch? Ein Poster. Hier hinten links? Ach ja, das haben wir ja gerade aufgemacht. Kerze und Haken. Kerze und Haken. Es ist ganz schön wuselig hier. Da ist die Kerze, okay. Uhrenblatt. Wo könnte sich das versteckt haben? Ich klicke einfach mal überall drauf. Weiß ich nicht. Teddy ist hier hinten. Den habe ich aber schon gesehen. Ah, da ist die Zielscheibe hinter. Okay, hat sich versteckt. Wo ist nur der Rest? Was ist das denn hier eigentlich? Ich weiß nicht, aber dahinter ist ein Zauberwürfel. Einen Stern brauchen wir auch noch irgendwoher. Oh Gott, ich finde ja wirklich gar nichts hier. Doch, da hinten. Da ist zumindest der Stern. 4, 10, 10 kann ja eigentlich nicht die Code-Angabe hierfür sein, für den Koffer. Da ist der Haken. Sehr gut. Seife fehlt uns noch. Die liegt hier vorne. Uhrenblatt. Weiß ich nicht. Hier oben. Das sieht wie ein Teil von einem Code aus. Wunderbar. Ah, okay. 4 und 2 ist schon mal am Anfang. 4 und 2. Und ich brauche noch irgendwas mit X. Mit Xen. Was ist denn die Mehrzahl von X? Weiß ich auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich einfach alles durchprobieren. 4 und 2 gebe ich schon mal ein hier. 4, 2, 1. Ach so, gut. Das waren dann anscheinend nur die beiden Zahlen. So, das haben wir. Die Birne. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Faden, okay. Uhrenblatt ist hier nicht zufällig. Ich weiß nicht, aber ich habe noch einen Knopf gefunden. Uhrenblatt. Uhrenblatt. Anscheinend nicht. Schade. Okay, hier vorne wäre übrigens auch ein Knopf gewesen. Da habe ich eben schon mal drauf geklickt, aber offensichtlich war das nicht das, was wir brauchen. Ach, hier ist noch das Uhrenblatt. Tada! Wunderbar. Habe ich auch jetzt gar nicht lange für gebraucht, für das Dingen. Naja. Sie haben etwas gefunden. Was das ist, weiß ich nicht. Aber noch eine Kerze. Ist das ein Apfel? Ein Klingelknopf. Okay. Seltsam. Wir haben ziemlich viele Koffer mit dafür, dass wir alleine fahren. Oder alleine gefahren sind. Ein schönes Skelett auch hier drin. So, wir nehmen erstmal unsere Schlüssel mit. Wenn es denn unsere sind. Und können wahrscheinlich das Handschuhfach aufschließen. Ja, und wir bekommen ein Tagebuch, schätzungsweise. Das sind meine Freunde. Wir kennen uns, seit wir Kinder waren und verbringen immer die Ferien zusammen. Unsere Abschlussfeier. Ich mit meinem besten Freund Parker. Hier auch nochmal schön. Ja, grimmige Gestalt im Hintergrund. Und Halloween. Liebe Dylan. Also wir scheinen Dylan zu sein. Oder Dylan, keine Ahnung. Du bist zu meiner Halloween-Party eingeladen. Komm zur alten Farm, auf der wir immer die Sommerferien verbracht haben, wenn du dich traust. Samantha. Ist ja schon super, dass sie hinschreibt, wenn du dich traust. Einladend. Auch schön hier dieser Chipcode, der eingebaute. Wir nehmen das einfach mal mit, so wie es aussieht. Und wir nehmen auch unser Tagebuch mit. Ja, jetzt besitzt du ein Tagebuch. Es öffnet sich immer, wenn du Informationen daraus benötigst. Alles klar. Klicke auf die Pfeile, um die Seiten des Tagebuchs umzublättern. Darin sind alle deine Abenteuer detailliert beschrieben. Okay, schließe das Tagebuch. Ja, ja, habe ich gemacht. Okay. Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Hier vorne drinne vielleicht? Nein? Okay, schade. Gut, was hängt denn hier noch alles? Weiß ich nicht. Was ist das hier? Ein Teil des Briefkastens scheint zu fehlen. Laterne? Nein. Laternenteil. Ach so, da fehlt noch was. Ah.
Komisches Menü, aber auch hier. Okay. Ich muss am Haus klingeln, doch wo befindet sich der Knopf? Hier. In meiner schönen Tasche, schätzungsweise. Ohne Einladung werden sie hier nicht reingelassen. Oh, das ist aber sehr förmlich. Das erklärt auch den Chipcode. Da hat jemand extra sein Schloss hier umgebaut, um nur Leute mit Einladung reinzulassen. Hm. Klicke auf den Übergangsbereich, um zur nächsten Szene mit versteckten Gegenständen zu gelangen. Alles klar. Mach ich. Ach ja, hier sieht's ja einladend aus. Sehr einladend. Es ist ein bisschen beunruhigend, dass kein Licht an ist drin. Hm. Was haben wir denn hier alles? Hier haben wir eine Türe. Unter diesem Efeu finde ich kaum das Schloss. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eine Gartenschere finden. Die Party ist in vollem Gange, aber wie komme ich rein? Hier soll jetzt gerade eine Party stattfinden. Ich würde ja wieder gehen, ehrlich gesagt, wenn das so aussehen würde immer. Aus diesem Kürbis kann ich eine Kürbislaterne machen. Aber anscheinend wirklich nur, wenn das vollständig ist. Hier vorne liegt noch ein Streichholzschächtelchen, aber ohne was drin. Und hier haben wir die Türe. Was steht denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gute Seelen in den Himmel fliegen. Willst du weiterhin am Leben sein? Folge der Kürbislaterne Schein. Ein wunderbarer Reim. Sehr einladend auch. Okay. Aufmachen kann ich hier nichts. Pech gehabt. Ich muss mir eine Kürbislaterne besorgen. Hm. Das heißt, uns fehlt immer noch ein Teil. Vielleicht liegt hier vorne ja noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Jetzt besitzt du eine Karte. Du kannst damit deinen Standort bestimmen. Du kannst die Karte verwenden, um herauszufinden, in welchen Szenen mit versteckten Gegenständen noch Aufgaben zu erledigen sind. Klicke, um fortzufahren. Ja, ja, Klicke auf den Schließen, schön hier, der Anzeigefehler, Button, um zu der Szene mit versteckten Gegenständen zurückzukehren. Okay, danke. Vielen Dank. Ah, klicke auf den Bereich. Was ist denn das? Ich überspringe jetzt das Tutorial hier, glaube ich. So. Ich bin's jetzt leid. Alles klar. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwo noch was suchen. Was haben wir denn jetzt alles? Ah, für die Laterne fehlt noch was. Okay. Ich guck nochmal hier rein. Haben wir hier noch irgendwas? Vielleicht hätte ich das Tutorial doch anlassen sollen. Naja. Hier sind doch ganz viele Laternen. Warum kann ich mir denn davon keine mitnehmen? Ist ja auch blöd. Ich guck nochmal hier hin. Gucken wir uns jetzt erstmal das Taschenbuch hier an. Taschenbuch vor allen Dingen. Tagebuch eher. Samantha hat das Haus von ihrer Oma geerbt. Ich erinnere mich an diese seltsame Frau. Sie ließ uns nicht aus dem Haus und wir mussten versprechen, nie in die Nähe des verfluchten Flusses zu gehen. Doch heute Nacht an Halloween steht uns die gesamte Farm zur Verfügung. Es gibt keine bessere Zeit, um die finsteren Orte aufzusuchen, vor allem wenn man gar nicht an diesen ganzen Gruselkram glaubt. Aha. Hier steht ja schon ganz schön viel drinne. Es ist soweit, die lang ersehnte Nacht des 31. Oktober ist endlich angebrochen und ich werde meine Freunde aus der Oberstufe wieder treffen. Vor einigen Tagen hat meine Klassenkameradin Samantha alle zu einer Party eingeladen. Sie hat eine alte Farm geerbt, die wir für den perfekten Ort für eine Halloween-Party hielten. Ups, so. Ich hatte lange gebraucht, mich vorzubereiten und ein passendes Kleid zu wählen. Deshalb bin ich auch als Letzte angekommen. Dieser Abend ist mir wichtig, da Parker, mein bester Freund, auch dort sein wird. Ich habe mir fest vorgenommen, es heute Nacht zu tun. Ich will ihm sagen, dass ich schon lange in ihn verliebt bin. Los, Dylan, mach schon. Deine Welt wird heute Nacht komplett auf den Kopf gestellt werden. Als ich die Tore der Farm passierte, erblickte ich ein altes Holzhaus. Wir waren immer mit unseren Klassenkameraden hier, aber damals war das Haus nicht so furchteinflößend. Ja, und das haben wir ja gerade schon gehabt. Und der Kürbislaterne ist auch dabei. Das hier ist unsere Karte. Ach ja, und wir sehen hier aktueller Standort und Standort mit verfügbaren Aktionen. Wunderbar. Ich weiß zwar nicht, warum ich gerade zurückgehen sollte, aber na gut. Seltsam. So, an dieser Stelle werde ich auch die erste Aufnahme schon beenden und mache beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, ob wir dann ins Haus reinkommen.
Ich würde sagen, schaut euch einfach den nächsten Teil dann an und erfahrt es selber. Und bis dahin, tschüss.